So, einen wunderschönen guten Morgen. Ich begrüße alle ganz herzlich zum Morning Meeting heute am Donnerstag, den 13. Januar 2022. Gemeinsam mit Markets wollen wir uns wie gewohnt einen Blick auf die Märkte gönnen und natürlich die gestern veröffentlichten Inflationszahlen aus den USA einordnen, die auf dem höchsten Stand seit 1982 veröffentlicht worden sind. Ich habe es gar nicht wirklich realisiert, aber in der Tat ist mir dann klar geworden, beziehungsweise da verwies jemand drauf bei Twitter, dass das wohl der höchste Print in der US-Inflation war, seitdem E.T. nach Hause telefoniert hat, nämlich seit 1982. Ich hatte gestern auch ein Morning Meeting, gestern früh gesagt, Mitte der 80er, vielleicht sogar Ende der 70er Jahre, es war ziemlich genau 1982, was, als das letzte Mal die Inflation auf 7% year on year veröffentlicht worden ist. Naja, also E.T. wollte nach Hause telefonieren, auf dem gleichen Niveau sind wir jetzt in Bezug auf die US-Inflation. Interessanterweise hat der Markt darauf nicht so reagiert, wie man es eigentlich hätte jetzt erwarten können. Also wie man es erwartet hätte, logischerweise dahingehend, dass man sagt, naja, anziehende Inflation, Spike in Zinsen in diesem Zusammenhang, sondern stattdessen haben die Zinsen eher einen Rücksetzer gesehen, was die These untermauert, die wir dann auch gestern schon formuliert hatten, im Nachgang an die Ausführung von Jay Powell am, jetzt muss ich ganz kurz rechnen, Dienstag war es, Dienstagnachmittag, vor dem US-Kongress zwecks seiner Renominierung als Fed-Chairman. Da hat er ja schon einige Kommentare im Grunde genommen abgegeben, die dann infolge dessen oder infolge derer der Markt tatsächlich Momentum auf der Oberseite aufgenommen hat, besonders der US-Tech-Sektor, den hatten wir dort herangezogen. Und das hatte gezeigt, dann meiner Einschätzung nach jedenfalls, dass vieles dieser Bearishness, die hätte erwartet werden sollen durch einen oder bei einem restriktiven geldpolitischen Kurs, dass die bereits eingepreist war. Wir haben kein weiteres dramatisches Momentum auf der Oberseite aufgenommen. Vielleicht kommt das noch. In diesem Zusammenhang, wie gesagt, schauen wir mal. Vielleicht gibt es auch ein Überrollen und eine Rückeroberung. Dann in dem Falle der Qs, das ist der ETF auf den Nasdaq 100, kommt es dann hier zu keiner Rückeroberung der 400er-Marke. Nichtsdestotrotz, Einzeltitel, Tesla beispielsweise, hat gestern eine absurd hohe Outperformance wieder des Gesamtmarktes nach sich oder auf den Weg gebracht. Wir wollen das heute mal einschätzen. Ich glaube, es gibt derzeit, es gab auch noch nie wahrscheinlich, ein Big Tech Name. Also ich schätze Tesla jetzt mal nicht nur als klassischen Automobilbauer, sondern eben auch als Tech-Unternehmen ein oder Mega-Cap-Unternehmen, Mega-Cap jetzt im Hinblick auf die Marktkapitalisierung von 1 Billion US-Dollar und mehr, der in der Lage war, den breiten Markt dann an der Stelle und der erste, der hier herangezogen wird für Growth-Titel, ist nun mal einfach der Nasdaq bzw. die Qs. Es gab, glaube ich, noch kein Einzelunternehmen, welches in der Lage war, dort eine Outperformance von 350 Basispunkten, also 3,5% fast auf den Weg zu bringen. Wir werden gleich einen kurzen Blick drauf werfen. Meiner persönlichen Einschätzung nach, aber ich bin auch befangen, weil ich eben eine Long-Position in den jüngsten Dip in Tesla aufgebaut habe, ist das ein mega starkes Signal. Wir werden, wie gesagt, einen Blick drauf werfen. In dem Zusammenhang auch auf eine charttechnische Konstellation, die sich dort vielleicht herauskristallisiert nach der gestrigen Rückeroberung der 1100. Ja, wir werden einen Blick auf den Kryptobereich natürlich werfen, auf Gold. Gestern angelaufen die 830er-Region. Vielleicht heute dann der Bruch höher. Auch heute stehen natürlich nochmal potenziell die Inflation begünstigende und den Zinsmarkt vielleicht in Wallung verbringende oder Wallung versetzende Zahlen tatsächlich an, nämlich die Erzeugerpreise, die auch jüngst dort in Richtung 10% tatsächlich auf Jahressicht gelaufen sind. Auch darauf werfen wir natürlich einen Blick. Ja, bevor wir offiziell beginnen, zunächst einmal hier, hoppala, zunächst einmal hier. So, der Risikohinweis. Devisen und CFDs sind komplexe Handelsinstrumente, die auf Margin gehandelt werden und wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einhergehen, schnell Geld zu verlieren. Der Hebeleffekt im Trading, der kann für einen, kann gegen einen wirken. Ausgehend von seinem persönlichen Risikoprofil mache man sich mit diesem zunächst vertraut. Dann gehe man auf die Webseite markets.com/de. Dort kann man sich eine Demo herunterladen, wo man dann kostenlos und risikofrei den Handel mit diesen Produkten testen kann. Link dazu findet sich jetzt hier in der Chatbox oder im Anschluss an diese Aufzeichnung dann hier bei YouTube unterhalb des Videos. Und dort kann man, wie gesagt, den Handel risikofrei testen. Stellt man dann für sich fest, dass das Risikoprofil persönlich mit dem Risikoprofil, das diese Produkte eben mit sich bringen, einhergeht oder zusammengeht. Dann hat man die Möglichkeit, dort natürlich auch auf die Webseite ein Live-Konto zu eröffnen. Dort findet man zudem auch den vollständigen Risikohinweis, auch alle Informationen rund um CFDs beispielsweise und deren Produktausgestaltung. Alle weiteren Informationen darüber hinausgehen auch zu physischen Aktien, zu ETFs beispielsweise und so weiter, findet man ebenfalls auf der Webseite. Das ist ein Multi-Asset Brokerage, also das heißt, man hat dort auch die Möglichkeit, eben physisch indirekt den jeweiligen Assets eben sich zu positionieren.
positionieren. Nutzt gerne die Möglichkeit, Elena mit einer E-Mail zu kontaktieren, falls ihr weitere darüber hinausgehende Fragen habt. Habt ihr Fragen rund um die Märkte, nutzt gerne die Möglichkeit, die Fragen hier im Live-Event zu stellen, im Stream, in der Chatbox oder aber unterhalb des Videos unten in der jeweiligen Box. Wenn ihr euch die Aufzeichnung bei YouTube anschaut, kontaktiert mich gerne per E-Mail, jklatt@jk-trading.com. Schaut gerne bei Twitter vorbei, @jensklattfx. Schaut gerne auch bei mir auf der Webseite vorbei, jk-trading.com und dort /forum. Da habe ich tagtäglich eine Trading-Chatbox, wo ihr euch mit mir austauschen könnt, Fragen stellen könnt, aber auch mit anderen Trading-Begeisterten. Schaut auch gerne in der Discord-Community vorbei. So, und das soweit zur Einführung. Hier einmal der Blick in die MarketsX-Handelsplattform. Ich sagte es schon gerade, den Link dazu findet ihr zwecks Demo einmal in der Chatbox. Und ich schaue aber dennoch einmal hier, ob das alles gut gestreamt wird. Aber das sieht schon mal sehr gut aus. Hier ist sehr fein. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Alles gut. Also hier wird auch alles gut gestreamt und hier wird auch alles gut gestreamt. Ja, sehr schön. Dann haben wir jetzt erstmal hier den DAX auf dem Schirm, der sich aktuell wieder pendelt um die 16.000 eben präsentiert und bis dato jedenfalls es nicht schafft, sich auf der Oberseite abzustoßen. Auf der Oberseite deswegen, weil ich hier grundsätzlich weiterhin die Longseite favorisiere. Man kann das relativ deutlich erkennen. Aufwärtssequenz, Rücksetzer hier in Richtung der 15.800er Region. Das war schon zu Wochenbeginn, als wir diese Attacke zu sehen bekommen haben. Der scharfe Bounce gegen diesen Bereich, die scharfe Gegenbewegung, trotz der hawkischen Kommentare von Jay Powell vor dem US-Kongress und in Bezug auf besonders, wie man plant, den Inflationsdruck in den Griff zu bekommen. Die Kommentare, die da in die Richtung gingen, dass man eben hier eine nicht nur restriktive Geldpolitik im Hinblick auf die Reduktion der Anleiheaufkäufe auf den Weg bringt, sondern dass man auch darüber hinausgehend zügig Zinsanhebungen auf den Weg bringt, dass man darüber hinausgehend auch auf dem Schirm hat, die aufgeblähte Fed-Bilanz zu reduzieren. Wie gesagt, das ist dieser sogenannte Balance Sheet Runoff, so wird das bezeichnet. Das heißt also, dass man die aufgekauften Anleihen eben zurückfährt. Das ist allerdings jetzt, das ist ganz wichtig in dem Zusammenhang, nicht dahingehend zu verstehen, dass man einfach hergeht und dann die Anleihen verkauft, die man auf der Bilanz hält, sondern tatsächlich, dass es dort keine sogenannte Verlängerung gibt. Das sind ja auf Laufzeiten mehr oder minder unterteilt, so möchte ich es da mal bezeichnen. Und ausgehend hiervon lässt sich dann eben entsprechend das Zinsniveau im jeweiligen Bereich der Zinsstrukturkurve beeinflussen, direkt beeinflussen. Und jetzt kann man sich das so vorstellen, dass kurzlaufende Zinsen zum Beispiel oder kurzlaufende Schuldtitel, zweijährige Schuldtitel beispielsweise, sehr stark positiv korreliert sind zu den Leitzinsen der Fed. Und das bedeutet etwas anders formuliert, wenn ich jetzt beispielsweise eben hier eine Reduktion der Bilanz dahingehend auf den Weg bringe, dass ich diese nicht mehr verlängere, die Titel, sondern auslaufen lasse, nachdem sie eben fällig werden und dann nicht erneuere und dann im gleichen Umfang oder beziehungsweise keine weiteren Anleihen aufkaufe, dann schrumpft das die Bilanz und sorgt kurzfristig dafür, dass eben die Zinsen anziehen, dass dann auch in diesem Zusammenhang eben der Leitzins damit einhergehend wahrscheinlich restriktiver sich herauskristallisiert, also kurzlaufende Liquidität, so möchte ich es mal bezeichnen, die auch für den Kreditmarkt ganz besonders eben relevant ist und das begünstigt eben Volatilität, aber das ist eine relativ, wie gesagt, passive Herangehensweise einfach in diesem Zusammenhang und deswegen sollte das nicht überbewertet werden, beziehungsweise ist es eben nicht so, dass man dort beginnt, die aufgeblähte Bilanz oder die dann in diesem Zusammenhang aufgekauften Anleihen auf den Markt zu kippen, so wie man das vielleicht sich dann im großen im Ganzen vorstellen kann oder auf dem Markt zu kippen, querstrich einfach diese Anleihen zu verkaufen und dann eben auch starke Schwankungen in sämtlichen Bereichen der Zinsstrukturkurve eben auf den Weg zu bringen, sondern man kann das relativ gut managen, beziehungsweise das ist das, was die Fed eben abzielt. Das war größtenteils eingepreist und demnach ist dann auch erkennbar oder erklärbar, weswegen es hier nicht zu einer sehr tiefen Korrekturbewegung über das bis jetzt schon eingeleitete Maß hinaus seit Beginn des Jahres, Januar 2022, also 2022 ist Beginn des Jahres, eben sich zunächst im Nasdaq ganz besonders wiedergespiegelt hat. Ja, Gegenbewegung, wie gesagt, gestern die Inflationszahlen haben diese Erwartungshaltung nochmal befeuert oder unterstrichen, wie gesagt, auf dem höchsten Niveau veröffentlicht worden seit 1982. Wir werfen gleich nochmal einen kurzen Blick drauf. Das ist natürlich auch etwas, was dann wiederum den Fokus heute auf den Erzeugerpreisindex hier werfen lässt, denn dieser ist quasi direkt positiv korreliert zu der Inflation. Das ist dahingehend nachvollziehbar, weil man ja sagen kann, wenn jetzt ein Erzeuger, also jemand, der Dienstleistungen verkauft, wenn dieser eben beispielsweise höhere Kosten
hat infolge zum Beispiel von Lieferengpässen, die er hat, deswegen höhere Preise bezahlen muss, zum Beispiel für Güter, die er versucht eben zu besorgen, um sein Produkt herzustellen und das dann weiter zu vertreiben, weil er Kosten hat, zum Beispiel Arbeitskräfte zu finden, Kosten dahingehend, dass er höhere Löhne zahlen muss, um einfach das Gesamtumfeld als Arbeitsplatz attraktiver zu gestalten für Arbeitnehmer und so weiter. Diese Kosten, die werden von Unternehmern natürlich weitergegeben an den Endverbraucher. Das wiederum sorgt dann dafür, dass der Verbraucherpreis steigt und demnach die Inflation. Und somit ist das im Kern darauf zurückführend eben, was man auch im Erzeugerpreisbereich sieht. Diesmal ist es so, ich bin ein bisschen überrascht. Also eigentlich war mir so, dass das normalerweise vorher veröffentlicht wird, eigentlich vor den Verbraucherpreisen. Gibt schon eine Indikation, heute ist es halt danach. Unterm Strich sollten wir aber hier keine Neuigkeiten eben erkennen, beziehungsweise wir haben eine ähnliche Argumentation wie gestern auch, dass wir, wenn wir hier so ein Rollover sehen, also das heißt, die Erzeugerpreise eben jetzt nicht die Erwartungshaltung erfüllen. Ich hole die gleich mal übrigens hier drauf. Ich habe die bei Trading Economics schon vorbereitet. Also, das sind einmal die Inflationszahlen von gestern, Year on Year, 7%. Da kann man sehen, das ist das höchste Niveau seit eben hier Anfang der 80er Jahre. Ich habe dazu auch einen ganz passenden Tweet eben tatsächlich hier abgesetzt. Kurzen Augenblick. Ich will mal ganz kurz zeigen. Fand ich gestern ganz lustig. Das ist E.T. Also an diejenigen, welchen die E.T. nicht kennen, das ist E.T. und der wollte in seinem Film nach Hause telefonieren. Da wäre ein Kindheitserinnerung tatsächlich sogar wach, wenn ich dieses Bild sehe. Und ja, auf jeden Fall ist es so, dass das der höchste Print in der Inflation eben seit 1982 war. Und heute stehen hier eben entsprechend die Erzeugerpreise auf der Agenda, sind auf der Agenda 9,6% letzten Monat veröffentlicht worden, werden heute erwartet bei 9,8%, also unterhalb von 10. Wir können deutlich erkennen, dass diese Erzeugerpreise dramatisches Momentum auf der Oberseite aufgenommen haben, infolge eben oder nach dem Corona-Lockdown-Pandemie-Umfeld hier, was auch nachvollziehbar ist und für jeden nachvollziehbar ist. Wenn du die Lieferketten einfach derart unterbrichst, wie es stattgefunden hat, dann hast du einfach jetzt schlichtweg als Erzeuger massive Schwierigkeiten, hier Produkte oder beziehungsweise Güter, die es zu verarbeiten gilt, eben zu beschaffen. Und infolgedessen kommt es dann entsprechend natürlich durch die entsprechend hohe Nachfrage, aber nur das begrenzte Angebot, logischerweise ganz klassisch auf volkswirtschaftlicher Basis, kommt es einfach zu steigenden Preisen. Das ist etwas, das verstehen verschiedene, viele, möchte man fast sagen, Politiker scheinbar nicht. Also besonders in den USA ist es immer wieder erstaunlich, wie hier, also nicht, dass es überraschend wäre, wenn jetzt eine, ich glaube, wie heißt die Dame? Elizabeth Warren, glaube ich. Es ist ganz besonders, die mir da immer mal wieder so in die Timeline reinläuft mit ihren Kommentaren, die dann da irgendwie auf die Gier der Unternehmer oder dergleichen verweist. Das ehrlich gesprochen ziemlich bedauerlich. Also man möchte fast sagen, ja gut, die hatten entsprechende Vorgabe ausgehend von ihrer politischen Ausrichtung und demnach muss sie halt so einen wirklich Quatsch erzählen. Aber naja, also ich meine, ich kann immer noch Politik in die Richtung machen, die ich dort politisch versuche irgendwie abzuarbeiten, aber kann dabei mich trotzdem an Fakten orientieren. Das ist immer ein bisschen bedauerlich, ehrlich gesagt. Aber gut, unabhängig davon, wie gesagt, logischerweise hast du die Unterbrechung der Lieferketten an dieser Stelle und infolgedessen eben höhere Preise, die Erzeuger haben. Und wir sehen eben einen dramatischen Anstieg. Das ist tatsächlich auch hier der höchste Anstieg. Man kann es sehen seit 2000. Ich müsste mal gucken. Das müsste aber so ungefähr 2008 sein wahrscheinlich. Die höchsten Niveaus. Wenn wir hier über 10% laufen, dann wären auch das die höchsten Preissteigerungen im Erzeugerpreisbereich hier seit der ungefähr 1980er Jahre, wahrscheinlich ungefähr gleiche Region wie hier auch bei den Inflationszahlen. Das dürfte ungefähr korrespondieren. Das ist also heute die Frage der Fragen. Ja? Also Erwartungshaltung 9,8%, jeder Print größer 10. Muss man sagen, ist vielleicht schon auch größtenteils eingepreist. Ich bin nicht so sicher, ob das wirklich eine große Überraschung wäre, wenn es dort zu euch einem Pop über dieses, ich nenne es auch mal psychologisch relevante Level käme. Was aber erstaunlich wäre, mit Sicherheit, wäre, wenn wir diesen Pop nicht zu sehen bekommen, sondern eventuell einen Print, auch wie gestern, im Hinblick eben auf zum Beispiel diese 7%-Marke. Erinnert euch dran, ich hatte gesagt, naja, entweder mit 7%, vielleicht auch leicht drunter. Das wäre auf jeden Fall etwas, was grundsätzlich eher hier
bullish für Equities dahingehend wäre, dass es die derzeitigen Aufschläge im Zinsbereich eher relativiert und eher einen Rücksetzer nach sich zieht. Die gleiche Argumentation haben wir eben heute. Wie gesagt, 14.30 Uhr, wenn dieser Print um 9,8% reinkommt, vielleicht im Bereich der jüngsten Veröffentlichung hier im Dezember für den Monat November um 9,6%, also unterhalb dieser psychologischen Grenze bleibt, haben wir hier das Potenzial, dass es einen weiteren Rücksetzer, einen sich beschleunigenden Rücksetzer im 10-jährigen Zins gibt. Ich will das vielleicht mal ganz kurz hier zeigen. Das ist übrigens die mögliche Schulterkopf-Schulter-Formation, die man hier in Tesla sehen kann. Aber dazu schauen wir, da schauen wir gleich drauf. Also, dass wir hier, wir hatten zu Beginn der Woche einen Attacke in 10-jährigen Zinsen auf einem 1,81% waren es ungefähr, haben dann zwischenzeitlich einen Rücksetzer gesehen hier von rund 10 Basispunkten, also bis 1,71%. Und jetzt ist so ein bisschen die Frage, ob wir hier vielleicht so ein erneutes Überrollen zu sehen bekommen, was eben durch solche Erzeugerpreise denkbar würde. Und genau das wäre dann wiederum etwas, was eben besonders für Tech-Aktien günstig wäre, denn es würde den Zins erstmal so ein bisschen sich abkühlen lassen, so möchte ich es mal bezeichnen, und es wäre dann eben günstig für Growth Stocks. Das heißt also, 14.30 Uhr haben wir heute wieder einen potenziellen fundamentalen Trigger, der da in der Lage wäre, einiges eben an Bullishness eben auf den Weg zu bringen. Und ich bin tatsächlich so weit, dass ich sage, ich sehe auch größtenteils eigentlich eher die Long-Seite, weil ich einfach glaube, dass vieles dieser Erwartungshaltung eben schon bereits eingepreist ist. Vieles von dem, was auch jetzt Jay Powell gesagt hat, besonders eben auch im Hinblick auf die jüngste Kommunikation, den Dotplot, die Verdoppelung der Anleihe oder Reduktion der Anleiheaufkäufe bereits, die im Dezember auf der letzten FED-Sitzung kommuniziert wurde und dergleichen. Der Markt hat das größtenteils einfach verarbeitet und ist in diesem Zusammenhang wahrscheinlich aus der Perspektive jedenfalls, ausgehend von diesem Makro-Event auf der Unterseite fertig. Das heißt nicht, dass da nochmal ein bärischer Trigger sich finden dürfte, früher oder später. Irgendwo könnte er definitiv auftauchen. Aber ich denke nicht, dass er ihn jetzt jedenfalls im aktuellen Umfeld mehr, dass er ihn jetzt im Inflationsbereich bzw. im Zins eben tatsächlich findet. So, also das zu den Erzeugerpreisen, dann kommen wir zurück zum DAX. Also wir haben in diesem Zusammenhang eben eine Gegenbewegung gesehen gegen 15.8. Also ein bisschen überschossen in dem Bereich, aber dann eine Gegenbewegung in Richtung dieser Inflection, die ich ja hier ausmache. Also das heißt, diese Orientierungslinie, psychologisch relevanter Bereich, 16.000 Punkte, wo ich sage, alles, was oberhalb stattfindet, ist eher long, alles unterhalb ist eher short. Dass dieser Bereich seitens der Marktteilnehmer offensichtlich eine erhöhte Signifikanz sieht. Das kann man nicht nur an den diversen Auflagepunkten in der jüngeren Vergangenheit hier erkennen, sondern eben auch, dass wir um dieses Level herum pendeln, plus, minus. Und demnach eben der Markt derzeit hier so eine Art faires Bewertungsniveau eben findet. Also wenn wir das aus Market Profile technischer Perspektive zum Beispiel betrachten würden. Also das ist wie so ein High Volume Node, der sich jetzt ergeben würde, so ein hohes Gebirge in Anführungsstrichen, was man immer an der MY-Achse erkennen kann, wo man dann einfach ein hohes Volumen in diesem jeweiligen Bereich eben umgesetzt sieht. Und das, was eben jetzt in dem Zusammenhang die Frage ist, schaffen wir es uns hiervon abzustoßen auf der Oberseite? Der Vorteil ist long, das können wir erkennen. Wie gesagt, diese Aufwärtstrendlinie ist definitiv erkennbar, dieser Modus. Und wenn wir das schaffen, dann ist im Grunde genommen die Frage, ob wir dann in der Lage sind, ein höheres Bewertungsniveau für den DAX einfach zu respektieren. Das wäre dann erstmalig mit einem Tagesschluss oberhalb von 16.100 Punkten meiner Einschätzung nach gegeben und das würde dann den Weg bereiten in Richtung der 16.300er Region, also Bereich Allzeithochs ungefähr. Der Kehrseite steht die Option, und das hatte ich heute früh auch im Tweet abgesetzt gehabt, wo das Bild sich jetzt allerdings verändert hat. Wir sind zunächst einmal bärisch in den Tag hineingekommen und haben uns unterhalb hier dieser gleitenden Durchschnittslinie präsentieren können. Das ist der EMA 50, den nutze ich ja immer so als Art oder Vorteilsidentifikator, so will ich es mal formulieren, dass ich auch hier ganz grob erstmal sage, alles was unterhalb stattfindet, bin ich eher short für den Tag, alles was oberhalb ist, bin ich eher long. Und wir kamen eben in den Tag hinein und sahen erstmal Abgabedruck, konnten den nicht zurückerobern, hier kurz nach der Kasseeröffnung, also hier sehen wir diesen ersten Flush auf der Unterseite, deutlicher unter das 15.600er Level, also Stabilisierung unterhalb, dann kommt es zu einem kurzen Bounce und dann rollen wir erstmal über und seitdem choppen wir jetzt um diesen EMA herum. Initial sah es aber erstmal danach aus, als wenn wir den Vorteil auf der Short-Seite suchen sollten und in dem Zusammenhang rückt er dann relativ zügig dann meiner Einschätzung nach auch diese wäre, die in den Mittelpunkt des Geschehens gerückt, so muss man es eher bezeichnen, diese Aufwärtstrendlinie, ich will das nochmal ganz kurz vielleicht hier in Violett machen, also ein bisschen farblich abheben, also diese violettfarbene Trendlinie
Wenn die gebrochen würde, das gilt natürlich auch weiterhin, aber dafür müssten wir auch erstmal Bärisches aufnehmen. Und derzeit sieht es eher danach aus, als wenn diese ausbliebe. Wenn wir die brechen würden, dann wäre nochmal eine Attacke auf den Bereich 15,8 denkbar, beziehungsweise vielleicht die aktuellen Wochentiefs 15,37. Derzeit sieht es aber danach aus, dass wir eben erstmal zumindest diese Trendlinie halten können. Und jetzt ist eben die Frage, können wir uns oberhalb von 16 stabilisieren? Falls ja, dann sind wir long mit Ziel 16,3. Wir würden das wahrscheinlich als Swing aufsetzen, also eine Position, die wir vielleicht auch auf mehrere Tage halten würden. Ich muss nämlich gestehen, so wirklich überzeugt, dass wir das jetzt eines Tages ablaufen, das Ziel auf der Oberseite 16,3, davon bin ich noch nicht. Nicht, dass es unmöglich wäre, auch da besonders die US-Märkte natürlich, die könnten dort uns nochmal unter die Arme greifen, aber das bliebe erstmal abzuwarten, ob das auch wirklich gelingt hier, eben weil gestern na, dann doch US-Märkte, in dem Fall die Qs in der Nasdaq, nicht so stark performt haben oder so einen starken Follow-through gesehen haben auf diesen positiven bullischen Impuls, den wir seitens Fed, Chairman Powell, seinen Kommentaren und dann der klaren Kommunikation, ja, das ist größtenteils eingepreist, den haben wir eben nicht zu sehen bekommen. Deswegen wäre ich da noch so ein bisschen verhalten. Ich würde es mir einerseits wünschen, denn das würde auch zusätzlich beispielsweise im Einzeltitelbereich so eine Position wie Tesla nochmal deutlicher bullischer performen lassen. Aber wie gesagt, ich würde da Status quo jedenfalls hier jetzt nicht die Bäume in den Himmel wachsen sehen. Und ja, also tradingtechnisch ist das extrem schwer, meiner Einschätzung nach hier jetzt gerade ein Bild zu skizzieren, welches in irgendeiner Form interessant wäre. Wir bräuchten erstmal einen klaren Impuls, der sich in irgendeiner Form hier herauskristallisiert, der uns zeigen würde, jupp, wir wollen jetzt die Long-Seite. Das gleiche gilt auch für die Short-Seite, aber mein Fokus aktuell, ich skizziere das eher für die Long-Seite. Aber das passt zu meiner persönlichen Einschätzung. Wir bräuchten dazu erstmal einen deutlichen Push über die 16.000er-Marke. Rücksetzer gegen den 16.000er-Bereich. Klares Signal, dass das am Level gehalten werden kann. Und dann von dort würde ich mich long positionieren. Stop. Ah, ich weiß nicht. Stop. Maximal, glaube ich, 30 Punkte würde ich unter die 15,79 an der Stelle setzen. Wenn ich mich gegen die 16 Long positionierte, das ist der Bereich ungefähr Kassaeröffnung, etc. Das ist hier diese türkisfarbene horizontale Linie. Das wären ungefähr bei einem Entry gegen die 16, 16K sind das ungefähr 30 Punkte Risiko. Und auf der Oberseite gehen wir halt erstmal initial auf die 16,1. Wie gesagt, Rückenwind müsste seitens der US-Märkte geliefert werden. Und wie ich es gerade schon sagte, ich möchte einen Close oberhalb von 16,1 sehen, dass der Weg dann in Richtung hier der 16,3 geebnet würde. Und das könnte man dann eventuell als ja, ursprünglich eine Kernposition gegen die 16, wo ich dann eben, jetzt machen wir es mal plump, ich werfe einfach mal zwei Zahlen rein, einfach, dass man eine Orientierung hat. Kaufen wir zwei Kontrakte gegen den Bereich 16, würden einen Kontrakt rausnehmen gegen 16,1. Und würden den anderen einfach als Swing halten, Stop entsprechend nachziehen, wahrscheinlich auf Break-Even, je nachdem, wie sich dann die Chartstruktur darstellt, und würden den Rest eben halten mit Ziel 16,3 auf der Oberseite als Swing-Position, eventuell noch ergänzen morgen mit, also sofern sich das Szenario dann so darstellt, mit eventuell sogenannten Momentum-Lots beispielsweise und dergleichen. Aber das wäre so eine erste mögliche Hypothese, die man dort für den DAX formulieren könnte. Ja, so, soweit also hier die Einschätzung zum DAX. Wir machen einmal hier den Nasdaq auf. Ganz kurz, ja, wir machen es mit der Stunde. Ich glaube, das ist vielleicht sogar ein bisschen besser an der Stelle. Ich persönlich finde das stark, was wir jetzt gerade zu sehen bekommen, trotz anziehender Zinsen, trotz sich oberhalb von 1,7% stabilisierender 10-jähriger US-Zinsen, anziehender Inflation, hawkischer Kommentare von Fed Chairman Powell. Wir haben Bärisches gesehen, jetzt zum Jahresbeginn, besonders hier ab dem 4. Januar. Wir haben einen relativ starken Start eigentlich ins Jahr gesehen. Er war jetzt nicht so ultra stark im Nasdaq, aber nichtsdestotrotz war das auf breiter Front schon sehr solide, was wir eigentlich zu sehen bekommen haben. Ja, und dann kam eben so ein bisschen so ein Schlag mit dem Hammer. So also plötzlich kamen Sorgen auf, um Gottes Willen, ja, Reduktion der Anleiheaufkäufe, das wissen wir zwar schon, aber eigentlich in den Jahresschluss hinein, wer weiß, vielleicht haben wir es doch ein bisschen zu
optimistisch betrachtet, beziehungsweise unterschätzt, was dort für ein Rotationspotenzial aus dem Growth-Bereich in den Value-Bereich beispielsweise besteht. Jüngst war ja auch Anleihe, oder jüngst in Anführungsstrichen, also 2018, als die Fettbilanz dort angeblich auf Autopilot lief und so weiter, da kamen Sorgen auf und dann haben wir eine erhöhte Volatilität gesehen. Wir erinnern uns kurz dran, das war das letzte hochvolatile Fenster, welches wir vor dann hier dem Corona-Crash gesehen haben. Das war also dieses Zeit, dieser Bereich, hier sind wir von 7.700 in der Spitze korrigiert bis 5.008, ja, ungefähr 1.900 Punkte, das sind mehr als 20% gewesen, ne? Ich jetzt mal kurz überschlage, aber es kommt ungefähr hin. Ne, nicht ganz, nicht ganz, ungefähr. Und das war so ein bisschen die Sorge, die sich da eben manifestiert hat. Und das war allerdings, wenn man mal einen Schritt, also auf der Intraday-Ebene, besonders in einem niedrig volatilen Umfeld, besonders in den Jahresschluss hinein, wenn man das eben hier betrachtet hat, dann musste man einfach mal einen Schritt zurückgehen und das Ganze mal ein bisschen aus der Distanz betrachten, was das eigentlich übergeordnet bedeutet, was wir hier sehen. Also Intraday sah das wirklich in Anführungsstrichen schon fast ein bisschen brutal aus. Und Sorgen sind da auch nachvollziehbar, beziehungsweise ich fange schon da oben an. Ja. Also wir haben jetzt hier eine Korrekturbewegung gesehen ab dem 4. Januar von 16.600 Punkten in absoluten absoluten Terms von über 1.000 Punkten und kontinuierlich eigentlich rote Vorzeichen. Und wenn man dann allerdings mal einen Schritt zurückgeht, dann erkennt man eben hier unten im Daily Chart, erkennt man doch relativ deutlich, dass wir uns immer noch in einem ganz sauberen Aufwärtstrendkanal befinden, wo wir einfach mal hier jetzt eine Konsolidierung, eine bullische, sich herauskristallisieren sehen und wo es erstmal abzuwarten war, ob es jetzt zu einer nicht nur Attacke auf die Unterseite kommt, sondern auch einem Bruch aus, ganz besonders diesem Aufwärtstrendkanal auf der Unterseite. Das ist ausgeblieben. Wir sind hier runtergeflasht. Wir haben ein erhöhtes Volumen in diesem Bereich gesehen. Wir hatten das in den Qs ja uns angeschaut gehabt, in dem ETF auf der Nasdaq 100. Und da hatte ich ja gesagt, das ist hier das höchste bullische Volumen zurückgehend bis ins Jahr 2021 und das letzte Mal, als wir dort notiert haben, tatsächlich März. Also hier sind einmal die Qs. Oh, jetzt fängt er wieder an, so Faxen zu veranstalten. Nee, sehr gut. Ja, der hat heute Morgen hier ein bisschen Probleme irgendwie in Mozilla, aus welchen Gründen auch immer. Also alle Webseiten werden ordentlich geladen, aufgemacht und dergleichen, aber hier irgendwie in TradingView macht er irgendwelche Faxen, aus welchen Gründen auch immer. Also hier kann man das sehen, das ist März, das war das letzte Mal, als die Zinsen in diese Gefilde vorgestoßen waren. Und hier kann man da unten sehen, dieser Aufwärtstrendkanal, den hatte ich gestern eingezeichnet gehabt, den können wir jetzt mal rausnehmen. So, und da können wir eben dieses hohe bullische Volumen sehen, diese Reversal-Kerze, wir sind im Tiefgehandelform bei 3,68, um dann im Hoch zu schließen, 12 Punkte oberhalb der Tagestiefs von 3,80 ungefähr. Das gab dann einen Follow-Through, das war hier folgend auf... Moment, stimmt gar nicht. Ach doch, doch stimmt. Genau, das war dann die Kerze auf Jay Powell. Klar, logisch stimmt das, weil 15.30 Uhr. Also hier bewegt sich noch nichts. Hier kann man zwar Pre-Market sehen, das ist da diese orangefarbene Button. Das ist ein ETF, der allerdings gehandelt wird zur börslichen Handelszeit. Also jetzt auch in der Vorbörse, Nachbörse kann man Positionen wie in Aktien aufbauen, aber es ist eben kein Future. Deswegen ist die letzte Tageskerze, die man hier sehen kann, folglich die von gestern. Ja, also vorgestern eine sehr starke Reaktion, trotz dieser hawkischen Kommentare. Und genau diese Reaktion hier ist eben ein positives Signal gewesen, wo sich eben jetzt auch so ein bisschen die Frage stellt, ist das nachhaltig oder nicht? Deswegen, also ich habe jetzt zwar gerade im Initial von Underperformance, so möchte ich das mal vielleicht bezeichnen, gesprochen und dass das jetzt nicht so eine starke Vorstellung war, aber das muss man wahrscheinlich auch ein bisschen in Relation setzen. Also es ist schon sehr stark, was wir da zu sehen bekommen. Und das ist gestern eigentlich hier ein recht klares Signal gewesen, dass das nicht nur ein kleines, ein sogenannter Dead Cat Bounce ist. Also das ist wie so ein, diese Formation, wo wir einfach, das ist sehr martialisch, aber eine Katze im Grunde genommen aus einem höheren Stockwerk fallen lassen und die auf dem Boden aufklatscht und dann einfach nur so umspringt, aber in Wirklichkeit schon den letzten Atemzug in Anführungsstrichen getan hat. Also wie gesagt, eine sehr, sehr martialische Herangehensweise. Ich glaube, das kommt ursprünglich aus Japan, die Bezeichnung. Aber also sei es drum. Fakt ist auf jeden Fall, sowas bekommt man relativ häufig zu sehen, aber was ich jetzt positiv erachte in diesem Zusammenhang ist eben, besonders gestern, dass wir trotz dieser Inflationszahlen oberhalb von 7%, dass wir es eben geschafft haben, wir müssen uns mal kurz vor Augen führen, also wenn wir uns auf 5-Minuten-Basis betrachten, das hier, das war die Region um die Hochs, die am Montag ausgebildet worden, Dienstag ausgebildet worden sind, also diese starke bullische Reaktion hier. Und wo wir dann haben gestern dieses Level noch einmal
anlaufen können, aber wir konnten es eben halten. Und wir haben oberhalb dieser Hochs geschlossen. Und das ist eigentlich unüblich, besonders eben dann auch vor dem Hintergrund dieses heftigeren Abpralls gegen die 16.000er-Marke. Also das ist auch psychologisch sicherlich ein wichtiges Level, was auch heute wichtig sein wird, die 16.000er-Region im Nasdaq 100 dann wiederum. Dass wir diesen Bereich um die Hochs nur angelaufen sind, aber nicht unterhalb geschlossen haben, sondern uns eben oberhalb dann verabschieden haben können. Wir haben jetzt keine super bullische Vorstellung mehr zu sehen bekommen, aber das Halten der Hochs von Dienstag, das ist eigentlich ein meiner Einschätzung nach positives Signal, was auch weitere Long-Engagements bevorzugen lässt. Und das gilt ganz besonders, wenn wir es dann eben früher oder später schaffen, die 16.000er-Marke zurückzuerobern. Das hängt dann so ein bisschen davon ab, wie viel bullisches Momentum wird jetzt aufgenommen. Also nochmal, ähnlich wie auch gestern, nur eventuell heute mit zeitlicher Verzögerung, Erzeugerpreise 14:30 Uhr, wenn die austoppen gegen 7, Entschuldigung, gegen 10%, also 9,8 wie erwartet veröffentlicht oder vielleicht sogar leicht unterhalb, dann wäre das durchaus nochmal ein Grund, optimistisch dahingehend zu werden, dass man sagt, ein schärferer Rücksetzer nochmal im 10-jährigen Zins, genau das wäre dann der ja, sich zurückziehende Gegenwind im Hinblick auf den Nasdaq, der dann eben hier diesen bullischen Push deutlich zurück über die 16.000 nach sich ziehen könnte und infolgedessen dann ganz besonders auch der DAX im Windschatten eben folgen könnte. Ziel 16.100 sollte die 16.000 erobert werden. Eintrüben würde sich das Bild folglich, wenn ich mich hier als Orientierung an den Hochs von gestern eben orientiere. Eintrüben würde sich das Bild bei einem Drop zurück unter die 15.8 und somit die gestrigen Kassatiefs hier. Das wäre so der Bereich 15.8. Wenn wir da drunter laufen, dann trübt sich das Bild noch nicht dramatisch ein, aber es ist ein Test nochmal der 15.600er Region denkbar. Und das könnte dann nochmal so ein bisschen Sorgenfalten auf den Weg bringen. Status quo allerdings bin ich eher long. Und ja, favorisiere folglich die Long-Seite, weswegen ich mich auch größtenteils auf die konzentriere. Solch ein Szenario, bullisches Szenario, ganz besonders eben Tesla ist dadurch aus meiner Einschätzung nach in der Lage, nochmal out zu performen. Wir sollten nicht zu optimistisch werden, das muss man vielleicht auch sagen an der Stelle. Wir sollten nicht zu optimistisch werden, weil wir müssen uns mal vor Augen führen. Wir haben jetzt die Tesla-Earnings, die am 26. veröffentlicht werden. Also man hat jetzt einen konkreten, das war gestern nachbörslich, hat man das hier kommuniziert, da kann man sehen, January 12th und dann 6:19 p.m. Eastern. Also das ist 24 Uhr unserer Zeit gewesen oder 24:19 Uhr dann ganz genau, 0:19 Uhr. Mitteleuropäischer Zeit, das Tesla am 26. Also das heißt gestern nachbörslich, also 2 Wochen später, jetzt Mittwoch, 26. nachbörslich Zahlen eben vorlegt. Und in Anbetracht dessen, dass man erwarten sollte, dass die sehr stark sind, nochmal Stichwort Delivery Numbers und dergleichen, ist das erstmal durchaus erwartbar, dass man in diese Earnings hinein eine bullische Performance sieht. Aber wie gesagt, das hängt jetzt auch so ein bisschen davon ab, wie sich der übergeordnete Markt darstellt. Auch wenn Tesla schon jetzt zeigt, dass Tesla weiter in einer eigenen Liga spielt. Und was ich damit meine, ganz konkret ist, dazu schauen wir mal hier ganz kurz drauf. Also die Qs, die haben wir jetzt hier. Das ist der ETF auf den Nasdaq. Gestern bei plus 0,4%. Wie gesagt, starke Vorstellung. Tesla direkt darunter. Performance fast 4%. 3,9% Aufschläge gesehen. Nur um das mal einzuordnen, also Tesla ist jetzt noch nicht innerhalb dieses Fangman-Komplexes, aber Tesla ist ein Unternehmen, auch dazu mal ganz kurz, Tesla ist ein Unternehmen, was mittlerweile eine Marktkapitalisierung erreicht hat von über 1 Billion US-Dollar. Also das ist ein Mega-Cap-Name. Wir hatten das auch schon mal im Hinblick beispielsweise auf dieses PEG gestern ja zum Thema, oder vorgestern war das, zum Thema gemacht, dieses Price-Earnings-Growth-Ratio. Also das heißt dieses Kurs-Gewinn-Verhältnis, was wir aus der klassischen Aktienanalyse kennen. Und im Wachstumsbereich, also Tesla ist immer noch ein klassischer Growth Stock, ist es so, dass wir eben dieses Wachstumsausblick mit einbeziehen sollten. Wir hatten das ja ganz kurz aufbearbeitet gehabt, wie man eben hier dazu durchaus sogar realistisch kommen könnte, dass man sagt, dass Tesla vielleicht in diesen Gefilden sogar unterbewertet ist. Aber dem wollen wir uns jetzt nicht widmen. Was ich eben gestern beeindruckend fand, war eben, dass ein Titel, der über 1 Billion US-Dollar Marktkapitalisierung hat, eben hier die Qs in der Lage ist, also den breiten Markt in Anführungsstrichen im Tech-Bereich, einfach mal um fast 3,5% am Out zu performen, also 350 Basispunkte besser zu laufen. Nur um das mal einzuordnen. Also wenn wir jetzt mal ähnliche Unternehmen in dieser Kategorie finden, die haben zwar eine etwas höhere Marktkapitalisierung noch, wie eine Google oder Nvidia zählt nicht dazu, aber eine Microsoft oder beispielsweise eine Amazon, eine Apple, dann sehen wir aber, das war gestern im Einklang mit dem Markt laufend. Also die Qs hier 0,4%, dann haben wir eine Google, leicht besser als der Markt, 1,16%, eine Nvidia wiederum 0,65%,
Amazon minus 0,009, minus 0,09, Verzeihung, eine Apple 0,26. Wo haben wir es? Amazon, Apple, das waren sie, glaube ich. Eine Facebook. Ja, Facebook können wir auch noch mit einziehen. Minus 0,33. Also, das pendelt alles um diese Performance der Qs. Das sind auch sogenannte klassische Market Stocks oder Marktaktien, einfach die Performance des Marktes abbilden und die ausgehend von ihrer Marktkapitalisierung entsprechende Rolle spielen. Und dass eine Tesla in der Lage ist, trotz dieser hohen Marktkapitalisierung solch eine Outperformance auf den Weg zu bringen, wie gesagt, ist nur ein Tag. Ich will es nicht aus jetzt überbewerten oder beziehungsweise ich sollte an der Stelle vorsichtig sein. Stichwort kognitive Verzerrung. Ich habe eine Position, die ich aufgebaut habe in diesen jüngsten Rücksetzer und so weiter. Aber ich finde das extrem stark. Also es unterstreicht eigentlich meine These. Also ich passe mein Bild entsprechend an und es gilt natürlich jetzt auch wenn ich eigentlich plane, die Position länger zu halten. Aber dennoch mir die Frage zu stellen, bin ich in dem Zusammenhang richtig? Bin ich auf der richtigen Seite? Und ich finde, dass diverse Aspekte in der jüngeren Vergangenheit das immer wieder unterstreichen. Und das eben im Hinblick auf die jetzt anstehenden Earnings veranlasst mich so ein bisschen dazu zu sagen, wenn es gelingt, sich jetzt oberhalb von 1.100 US-Dollar in den kommenden 2 Wochen zu stabilisieren. Das wird sicherlich Schwankungen geben. Wir werden wahrscheinlich pendeln irgendwie zwischen 1.200 und 1.000, ja, vielleicht 1.070. Irgendwie so in der Range wahrscheinlich. Irgendwie maximal 10%. Müsste man jetzt mal auf den Optionsmarkt gucken, ob das auch unterstrichen wird aus der Perspektive. Aber so über den Daumen gepeilt. Wenn wir es aber schaffen, uns deutlich oberhalb von 1.100 US-Dollar zu stabilisieren, denke ich, haben die jetzt anstehenden Earnings, wenn sie denn dann genau das Bild bestätigen, welches sich skizzieren lässt, zu welchem man zum Schluss, den man kommen muss, ausgehend von diesen starken Delivery Numbers, die zum Jahresbeginn gleich dieses Gap Up nach sich gezogen haben, dann haben wir, glaube ich, eine realistische Chance, hier durch die Earnings selbst oder im Anschluss an die Earnings relativ zeitnah neue Allzeithochs zu markieren. Und demnach bin ich da, also ich bin nicht aufgeregt, aber zumindest mal, ich freue mich auf die Earnings einfach, weil sich eben hier eine interessante, unglaublich interessante Konstellation eben herauskristallisiert. Und weil da eventuell sogar zügig auch ein Bruch nicht nur auf neue Allzeithochs, sondern auch ein nochmal massiver Follow-through sich auf den Weg bringen könnte, der dann natürlich ausgehend von diesem Rücksetzer hier erneut dieses Wachstumspotenzial, was sich aus den fundamentalen Zahlen des Unternehmens bestätigen lässt, eben, dass das in der Lage ist, auch dann sich frühzeitig bereits zu entfalten und dass dieser Optimismus eben seitens des Marktes geteilt wird. Abhängig sind wir dennoch, ganz wichtig, immer in diesem Zusammenhang natürlich von den Entwicklungen, die sich der breite Markt, den wir zu sehen bekommen. Alles, was ich gerade skizziert habe, dieses eher bullische Bild für den Nasdaq und dergleichen, ich denke, dass ich das gut argumentieren kann. Nichtsdestotrotz müssen wir uns immer natürlich auch vor Augen führen, es könnte durchaus zeitnah sein, dass wir hier in diesem Zusammenhang nochmal einen Spike in Zinsen zu sehen bekommen, dass wir einen Überraschungsdatensatz, möchte ich mal fast sagen, auch im Hinblick beispielsweise auf die Erzeugerpreise zu sehen bekommen. Hier sind sie. Also das heißt, dass wir einen deutlichen Push über 10% zu sehen bekommen, dass das eventuell dann dazu führt, dass nochmal Spekulation aufkommt, dass die Fed nochmal restriktiver sich präsentieren muss, wobei, wie gesagt, es ist schon viel Restriktives eingepreist. Der Markt hat schon unglaublich viel diesbezüglich meiner Einschätzung nach verarbeitet. Ganz kurz hier Blick einmal auf das Fed Watch Tool. Zinsanhebung im März wird mittlerweile hier mit einer Wahrscheinlichkeit von über 80% gespielt, jetzt auch seitens des Fed Watch Tools. Erinnert euch dran, wir hatten am Dienstag noch vor den Äußerungen von Powell, hatten wir einen Blick drauf geworfen, da waren wir ungefähr bei 70, 75%. Ich glaube, das hatten wir auch letzte Woche Freitag schon im Morning Meeting gehabt. Wenn wir das Ganze mal vor einem Monat uns betrachten, hatten wir eine Erwartungshaltung diesbezüglich von etwa 33%. Also das heißt, die hat sich mehr als verdoppelt mittlerweile, das ist fast das Dreifache der Erwartungshaltung hier in Prozent. Die oder Prozentpunkten an der Stelle, die wir jetzt haben in Bezug auf eine Zinsanhebung. Das heißt, es wird schon sehr viel Hawkishness eingepreist. Sicherlich das auch begünstigt, jüngst jetzt durch das Sitzungsprotokoll, welches wir dort letzte Woche veröffentlicht gesehen haben und so weiter. Wenn wir jetzt auf den Dezember schauen, dann haben wir uns auch hier deutlich mittlerweile oberhalb von 50%, sogar im Hinblick auf 4 Zinsanhebungen, jeweils um 25 Basispunkte im Laufe des Jahres stabilisiert. Das heißt, da ist schon viel Hawkishness eingepreist. Dass sich das noch dramatisch hawkischer darstellt, also restriktiver seitens der Fed, ist nur schwer vorstellbar, aber es ist eine Option. Man sollte es im Hinterkopf behalten. Grundsätzlich finde ich allerdings derzeit jedenfalls,
Die, man sagt ja, Resilienz des Marktes, Widerstandsfähigkeit, die ist durchaus beeindruckend. Also das heißt, das sollte man im Hinterkopf behalten und dann wiederum, wir brechen es runter, wir stellen uns die Frage als aktive, kurzfristig agierende Trader, wo liegt hier Chance-Risiko-Verhältnis technisch, wo finden wir unser Optimum, beziehungsweise wo können wir wo bekommen wir das meiste, den größten Bang für unseren Buck, so könnte man es auch bezeichnen. Und ich denke, da ist man derzeit im Einzeltitelbereich, wenn man dort agiert, eben bei Tesla wahrscheinlich recht gut aufgehoben. Also das ist, wie gesagt, relativ vielversprechend, was wir dort zu sehen bekommen. So, das also ja, im Hinblick auf die Equity-Märkte. Werfen wir einen Blick auf Gold. Beziehungsweise einen Moment, bevor wir auf Gold blicken, vielleicht noch mal abschließen was zu Equities. Der eine oder andere, der ist vielleicht auch im Bereich soziale Medien unterwegs. Ja, das ist ganz wichtig. Und zwar eine sehr interessante Betrachtung hier von einem Blog, beziehungsweise das ist, glaube ich, ein Finanzdienstleister, der im Bereich Optionen, Optionshandel, eine Dienstleistung anbietet. Ich habe mir die nie genau angeschaut. Also alles, was ich sagen kann, ist, das sieht sehr, sehr solide aus, was der macht. Und auch wenn man sich besonders hier diese Ausführung jetzt, auf die wir ganz gleich eingehen, also wieder die herleitet, sieht man, da ist ein unglaublich quantitativer Aspekt, in Anführungsstrichen, der offensichtlich sich dann auch im Optionshandel bei dem widerspiegelt und ausgehend, wovon er zu dieser Betrachtung hier kommt. Ich muss immer ein bisschen vorsichtig sein, jetzt im Hinblick auf meine teilweise sehr sarkastischen und ketzerischen Kommentare, die ich in Bezug auf Politiker äußere. Aber naja, also das ist nicht nur ein persönliches Gefühl, sondern das lässt sich eben auch mit Zahlen belegen tatsächlich. Und jetzt an der Stelle, es ist ja nicht nur der Eindruck im Hinblick auf die gesamte Kompetenz dieser Herrschaften, die sehr große Fragezeichen irgendwie aufwirft. Also das gilt nicht nur hierzulande in Bezug auf diverse Politiker, Politikerinnen und Politikernde. Ja, so darf man die wahrscheinlich heute dann ganz transgender, politisch korrekt muss man die bezeichnen. Das war der erste Ketzer. Also an der Stelle, wie gesagt, ich sehe das auch international im Hinblick beispielsweise auf die US-Politik ganz besonders, weil auch natürlich ein Fokus drauf liegt, auch meinerseits durch US-Equities. Und jetzt zurückgehend auf diese Betrachtung, die jetzt aktuell in den Medien kursiert und die zeigt, in welchem Zeitalter wir uns befinden. Also ich denke, das ist auch wichtig, dass man sich das vor Augen führt, weil es auch dann in gewisser Form die These nochmal unterstreicht, wieso der Optimismus auf einem soliden Fundament derzeit gebettet ist, so möchte ich das mal bezeichnen. Also wenn ich trotz dieser Verwerfungen, die wir gesellschaftlich zu sehen bekommen, dieser politischen Unruhen, dieser sich immer weiter auftuenden Ungereimtheiten, die sich im Hinblick auf die Pandemiepolitik und dergleichen zeigen, das ist, ich denke, für jeden offen erkennbar. Und daraus erwächst natürlich logischerweise dann die Frage, na, wie lange kann sich das aufrechterhalten? Und ich sagte das schon in der jüngeren Vergangenheit immer wieder, man sollte das nicht unterschätzen, mit welcher Stringenz die Herrschaften hier erstmal versuchen, für sich selbst in Anführungsstrichen ihre Schäfchen ins Trockene zu bringen und welchen Willen die bereit sind, an den Tag zu legen, dafür Sorge zu tragen, dieses potenziell Schneeballsystem, nicht nur in Bezug jetzt auf beispielsweise den Euro ganz groß betrachtet oder auch in Bezug auf den US-Dollar, sondern auch in Bezug auf denn die Wirtschaft, also diese Illusion und Suggestion, dass alles bestens ist und dergleichen aufrecht zu erhalten und dass man auch nicht unterschätzen sollte, mit welcher unfassbaren Dreistigkeit, Dummdreistigkeit, mit welchem Willen zu lügen, zu betrügen und dergleichen diese Herrschaften willens sind, eben hier dieses, diese, diesen, diesen Schneeball weiter rollen zu lassen und immer größer werden zu lassen. Das wird uns früher oder später mit einem großen Knall um die Ohren fliegen, aber bis dieser Knall kommt, sollte man hier trotz aller absolut gerechtfertigten Kritik an diesem System dennoch weiter auf der Party mittanzen und mitmachen und erst dann aufhören zu tanzen oder sich verabschieden, wenn sich abzeichnet, dass eben jetzt dieses Konstrukt sich nicht aufrechterhalten lässt. Und so, lange Rede, kurzer Sinn, einleitend. Was hier passiert ist seitens eben dieses Bloggers, Querstrich Finanzdienstleisters oder beziehungsweise Traders, auch an der Stelle im Optionsbereich, was der gemacht hat, ist, der hat ausgehend von den öffentlich einsehbaren Informationen hinsichtlich der Finanztransaktionen, beziehungsweise
Trades von Kongressabgeordneten in den USA ein Ranking erstellt und hat sich mal angeschaut, wie haben denn die Herrschaften, also wie gesagt, man kann die Seite sehen, also man sieht hier den kleinen Button an der rechten Seite, das ist ein unglaublich langer Artikel tatsächlich, hier musst du eine ganze Weile scrollen, bis du auf diese Grafik alleine hier kommst. Link dazu, ich stelle ihn einmal hier in die Chatbox ein, beziehungsweise ich stelle ihn einmal auch unter das Video. Ich nenne das Ganze mal Kongress, ja, oder Kongress-Trader nenne ich das mal. So, was der gemacht hat, ist, der hat jetzt einfach mal geguckt, wir haben denn die einzelnen Herrschaften hier, das sind alles Kongressabgeordnete aus den USA, in Rot angefangen, das sind Republikaner, in Blau sind das Demokraten. Übrigens Nancy Pelosi, die kennt vielleicht der ein oder andere, ja, das ist eine Dame, die auch im Hinblick auf Donald Trump als Sprecherin des US-Kongresses häufiger mal in Erscheinung getreten ist, ist die beste demokratische Traderin, die es gibt. Nicht die beste im US-Kongress, aber auch schon relativ weit vorne, ne? Und wie ist das jetzt zu verstehen? Und was der macht, ist einfach, der guckt sich diese Kongressabgeordneten an und sagt dann, wie haben die eigentlich performt hier im Vergleich letztes Jahr zum SPDR, zum ETF auf den S&P 500. Also das heißt, alle, die jetzt hier oberhalb dieses SPDR liegen, haben besser als dieser performt. Und nur, dass wir uns mal verstehen, der S&P 500, der hat im letzten Jahr eine positive Performance von fast 30% gesehen. Das heißt, alle Herrschaften, die hier aus dem US-Kongress aufgelistet sind, das sind alles Politiker, das sind Leute, das sind Staatsbedienstete, ja? Die sitzen da, um Dienst für das Volk zu verrichten. Das sind keine Daytrader oder dergleichen. Die haben alle besser performt als der S&P. Das ist natürlich, das ist sofort für jeden auch nachvollziehbar. Das ist ein potenzieller Interessenskonflikt. Wenn du besonders vor dem Hintergrund dieser fiskalpolitischen Stimuli auf den Weg gebracht werden, dieser diversen geldpolitischen, nicht Anreize, geldpolitisch, sondern fiskalpolitischen Anreize, Steuererleichterungen und dergleichen, mit den diversen Unternehmen jetzt in diesem Bereich beispielsweise, über deren Verflechtungen wirtschaftlicher Natur und dergleichen, wenn du darüber Bescheid weißt, wenn du dort auch aus regulierungstechnischer Sicht natürlich im Bild bist und folglich in der Lage bist zu entscheiden, ob das positive Auswirkungen auf das Unternehmen hat oder negative Auswirkungen, auf welches Unternehmen auch immer, auch die sind hier in Einzeltiteln sehr detailliert in diesem Artikel aufbereitet. Das ist ein Interessenskonflikt und sollte eigentlich außer Frage stehen, dass diese Herrschaften hier nicht handeln dürften. Also das muss eigentlich, das ist eigentlich das ist etwas, ich sage, das sollte außer Frage stehen. Frau Pelosi wurde darauf jetzt mal von einem die wurde darauf angesprochen von einem Journalisten und die sagte, sie sieht da überhaupt kein Problem, es ist ja mal ein freier Markt und dergleichen. Gut, lange Rede, kurzer Sinn. Also, das, was wir hier zu sehen bekommen, ist nicht nur eine sehr bedenkliche Entwicklung, die sich besonders in den USA natürlich darstellt. Ich weiß nicht, ob das sich das hier in Deutschland ähnlich darstellt oder in Europa, ob es solche Aufschlüsselungen gibt. Dafür sind wir wahrscheinlich auch nicht aktienmarktaffin, also nicht im Hinblick auf, dass es solche Verflechtungen dort nicht gibt, sondern dass es dann solche Aufbereitungen gibt, dass sich da jemand die Zeit für nimmt. Aber nichtsdestotrotz ist davon auszugehen, dass das ein eventuell nicht nur sich auf die USA beschränktes Problem ist, beziehungsweise ein Thema, welches auf jeden Fall näherer Beleuchtung bedarf. Wir erinnern uns übrigens auch daran, es gibt auch diverse FED-Offizielle. Wie hießen die jetzt? Dudley war einer, glaube ich. Die anderen Namen habe ich schon wieder vergessen, die jetzt auch zurücktreten, die im Hinblick auf beispielsweise den S&P 500 durch aktivstes Daytrading in größerem Umfang aufmerksam geworden sind und ausgehend hier von ihr Amt dann innerhalb der Fed, nachdem das publik geworden ist, ihr Amt niedergelegt haben. Worum es uns gehen sollte, jetzt mal, wir wollen es gar nicht werten. Ich denke, wir haben alle eine Einschätzung dazu und ich denke auch, die Einschätzung, die wird jetzt weniger positiv sein, auch vor dem Hintergrund all dieser Entwicklung, die wir jetzt immer mehr bekommen, wo sich herausstellt, dass wir doch nicht alle gleich sind, oder manche sind gleich offensichtlich. Und an all diese Abstriche, die man vielleicht gemacht hat in seinem privaten Bereich, Stichwort auch Pandemie-Management und so weiter. Und man sieht jetzt offensichtlich, dass sich dort einige Menschen bereichern, massiv bereichern, ausgehend von ihren Vorteilen. Und das ist aber wiederum etwas, wie auch immer wieder zu stehen, welches für uns natürlich die Möglichkeit uns gibt, zu erkennen, okay, das ist mit einer der Gründe, warum wir nicht davon ausgehen sollten, dass es zu dem großen Knall kommt, den wir alle aber irgendwie ausgehend von persönlichen Emotionen und infolgedessen kognitiven Verzerrungen, denen wir unterliegen, eben skizzieren. Und das ist etwas, das sollte uns immer im Hinterkopf bleiben. Ja? Das sollte uns immer im Hinterkopf bleiben und das unterstreicht oder das wird unterstrichen durch dieses Bild. Ein Fachbegriff, den ich dafür heranziehen würde, und jetzt wird es ganz witzig tatsächlich,
Den Fachbegriff, den ich da in diesem Zusammenhang ins Feld führen würde, nennt sich Kleptokratie. Also das heißt, diese Herrschaften bereichern sich ausgehend von ihrem Vorteil an den Beherrschten, in Anführungsstrichen. Und jetzt habe ich heute früh Folgendes gemacht, um das ein bisschen nochmal ein bisschen mit Leben zu befüllen. Habe bei Google Kleptokratie eingeblendet oder eingegeben, ja, habe auf Enter gedrückt und bekomme das ausgegeben. Und jetzt achtet mal hier auf diesen Herrn, der da plötzlich auf der rechten Seite plötzlich steht und darunter steht eben dieses Wort Kleptokratie. Keine Ahnung, ich hab nicht weiter darüber irgendwie mich schlau gemacht, wieso der jetzt ausgerechnet dort dieser Chrissy da zu sehen ist. Aber Stichwort ist auf jeden, oder beziehungsweise Tatsache scheint zu sein, dass das auch durchaus in Deutschland mit einigen Politikern in Verbindung gebracht wird. Aus welchen Gründen auch immer. Also hier nochmal die ganz kurz die Definition davon. Wie gesagt, sehr harsch formuliert, aber ich denke, wenn man sich damit ein bisschen en Detail auseinandersetzt, dann wird das offensichtlich, dass wir uns in solch einem Umfeld zu be bewegen scheinen, dass auch die Dreistigkeit der uns Beherrschenden, und das sind ja nicht mehr Leute, die Dienst für uns verrichten, sondern das sind Menschen, die sich offensichtlich in ihrer eigenen Blase irgendwie bewegend eben über uns hinwegsetzen. Die Entwicklung, auch die wir jetzt im Bundestag zum Beispiel zu sehen bekommen und dergleichen. Ich bin sprachlos, aber ich bin schon seit geraumer Zeit sprachlos und ich habe mich mehr und mehr damit abgefunden. Also lange Rede, kurzer Sinn, wir wollen es jetzt auch nicht zu politisch werden lassen. Fakt ist auf jeden Fall einmal, dass das mit einer der Gründe ist, weswegen ich zudem, neben also jetzt auch den fundamentalen Aspekten hier immer wieder vortragen würde, wenn mich jemand fragt, gehst du davon aus, dass es einen großen Crash gibt? Ich denke, es gibt genügend Gründe, von einem scharfen Rücksetzer auszugehen und dass diese Seifenblase früher oder später platzt. Aber man sollte nie unterschätzen, welchen Willen die Politiker haben, die uns Beherrschenden, dieses Schneeballsystem aufrechtzuerhalten. Es wird früher oder später wird diese Manipulation nicht mehr durchgehen oder sich nicht mehr aufrechterhalten lassen. Das steht außer Frage. Aber bis dahin, es werden sich dann Anzeichen zeigen, weil es einfach zu groß ist und es zu starke Verflechtungen gibt. Es wird dann klare Anzeichen geben und dann sollten wir ausgehend davon unsere Möglichkeit als Kleinanleger, das sind wir, nutzen, uns zügig aus dem Markt zurückzuziehen. Aber bis dahin spielt die Musik auf der Party und wir sollten einfach mittanzen. Also und das ganz kurz nochmal im Hinblick eben auf Einzeltitel und abschließend eben in diesem Zusammenhang. Übrigens, wenn ihr irgendwie in irgendeiner Form die Hände drauf bekommt auf Informationen, zum Beispiel wenn eine Frau Pelosi hier in irgendeiner Weise offenlegen muss, dass sie jetzt Aktie XYZ beispielsweise hat gekauft oder dergleichen, dann ist das eventuell eine gute Bet oder ein guter Trade für die kommenden 12 Monate, dass man da vielleicht nicht hauptsächlich alles draufsetzt, aber vielleicht einen Teil seines Kapitals eventuell darauf setzt. So, also, wir kommen einmal zurück zu Gold. Also, wir haben hier relativ deutlich erkennen können, dass wir jetzt gegen die 1780-790er Region Aufwärtssequenz haben etablieren können, auch infolge dieses Rücksetzung, dieses dieser Rücksetzung hier im Hinblick auf die Kommentare von Jay Powell besonders. Da ging die Beschleunigung auf der Oberseite, obwohl die ging schon los eigentlich am Montag, sehe ich das, wenn wir es richtig hier sehen, beschleunigte sich dann nochmal deutlich, eben hier mit den Äußerungen von Jay Powell. Und jetzt gibt es eben diese Attacke wieder auf die obere Range-Begrenzung in diesem Zusammenhang hier, auf die 830er Region ungefähr. Bis dato ist der Bruch ausgeblieben. Wir hangeln uns aber deutlich heran und auch hier Erzeugerpreise. Also das ist so ein Key-Level, ja, um das mal kurz abzukürzen. Wir kürzen es einfach mal ab. Das bleibt dieser Key-Bereich auf der Oberseite, wo wir mit einem Bruch höher weitere Aufschläge uns vorstellen können, bis in gefühlte 8,75, 8,80 ungefähr. Das ist das erste Ziel. Damals, wir erinnern uns dran, im November ist das auf den Weg gebracht worden, als damals diese 6%-Hürde im Hinblick auf die US-Inflation gebrochen wurde oder gerissen wurde. Und das ist immer oder weiterhin auf der Oberseite eben das Ziel, welches es hier anzuvisieren gilt an dieser Stelle und wo wir ja, wo ein potenzielles Kursziel einfach schlichtweg finden, wo ich davon ausgehe, dass der Bruch eher früher als später stattfindet. Was natürlich jetzt hier so ein bisschen suboptimal ist, so möchte ich es mal bezeichnen, ist, dass wir infolge dieser Aufwärtssequenz, die sich seit Wochenbeginn herauskristallisiert, hier einen kleinen Bruch unter dieses Level zu sehen bekommen haben und unter diese Trendlinie gerutscht sind. Mal schauen, ob es jetzt zügig gelingt, die 1825, machen wir mal, zurückzuerobern und wieder in Richtung dieser Hochs zu orientieren. Dann war das nur ein kurzes
Ja, herausflaschen, so möchte ich das vielleicht mal bezeichnen. Wenn wir jetzt hier allerdings überrollen gegen diesen Bereich und unter dann die 8,20 rutschen, tiefere Tagestiefs markieren würden, dann würde sich das Bild zwar noch nicht eintrüben, aber dann würde sich auch infolge eines Datensatzes heute um 14:30 Uhr der Bruch höher eher nochmal verzögern. Und wahrscheinlich bis, ja, wir müssten wahrscheinlich geduldig sein bis kommende Woche dann, bis es da zu dieser ernsthaften Attacke und dem Bruchhöhe eben tatsächlich kommt. Das zu Gold, ja, das zu Gold. Mehr gibt es da in dem Hinblick nicht zu sagen. So, ich mache nochmal ganz kurz Bitcoin auf. Ich tippe mal, wenn die Position in den großen Tech-Aktien hatten, war es relativ machbar, den breiten Markt outzuperformen. Wird alles hier dargelegt. Ich habe mir das gar nicht angeguckt, welche Positionen es waren, aber ich wollte mal ganz kurz. Da sind auch die einzelnen Titel, die man hatte. Top Tanks sold by Senators. Also das sind die Positionen, die größtenteils verkauft worden sind. Demokraten, Republikaner, D-Dog beispielsweise. Hier sind die Top 10 Stocks, die gekauft worden sind. Also ist alles sehr detailliert aufgeschlüsselt. Kann man sich hier anschauen. Technologie, da Microsoft gekauft worden. Kongress gekauft. Technologie, Industrial Service. Ja, ich würde mal sagen, relativ breit aufgestellt. Also das waren jetzt nicht irgendwelche Titel hier nur ausschließlich in Tesla oder dergleichen. Aber wie gesagt, ich habe mir so detailliert habe ich es mir nicht angeschaut. Ist man unabhängig davon, ob man da jetzt diese Titel gekauft hat oder nicht. Aber also Fakt sollte sein, wie gesagt, das ist ein Dienst, der am Volk verrichtet wird als Politiker. Und da sollte irgendwelches aktives Daytrading oder dergleichen einfach unterbunden sein. Also das ist meine persönliche Einschätzung. Ne? Das ist der Weg, den ich eingeschlagen habe. Wenn ich Politiker sein will, dann bin ich das mit Blut und Seele, mit Leib und Seele. Und dann sollte außer Frage stehen, dass hier außer in breit gestreuten ETFs beispielsweise Positionen, wo möglicherweise Interessenskonflikte sich herauskristallisieren können, einfach mal ein Ding der Unmöglichkeit sind. Also so meine Einschätzung. Ja. Perfekt. Ja, schreibst du gleich im nächsten, sehe ich gerade hier. Alle fällt mir nur marktbreite ETFs, nicht einzeln, genau, um Interessenkonflikte zu vermeiden. Eins, zwei, genau so. Ja, keine Ahnung, ob es das auch für Deutsche gibt. Also ich weiß jetzt nicht, ob die Frage sich auf meine Ausführungen bezeichnet, welche Bereicherung. Ich fasse es mal anders zusammen. Also, dass die Bereicherung stattfindet, steht außer Frage. Nancy Pelosi, glaube ich, hat ein Jahressalär als Sprecherin des US-Kongresses von 200.000 US-Dollar und ein Vermögen von 200 Millionen US-Dollar. Also nicht, dass man wahrscheinlich mit 200.000 USD-Jahreseinkommen irgendwie am Hungertuch nagt, aber wie man in diesem Zusammenhang ein Vermögen von 200 Millionen aufbauen kann. Das ist schon erstaunlich, muss ich mal sagen. Ja, also die ist dann wahrscheinlich sehr, 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 sehr sparsam, ja, in ihren Rücklagen, die sie bildet und dergleichen. Also, dass da offensichtlich in diesem Zusammenhang Interessenskonflikte bestehen, wie gesagt, das sollte außer Frage stehen. Kann man auch so stehen, wie man will. Gerne auch zur Diskussion stellen, zur Debatte stellen. Ich denke auch, dass es absolut in Ordnung ist und absolut legitim ist an der Stelle zum Beispiel. Ich bin auch jemand, der in Bezug auf den freien Markt sich beispielsweise immer positiv äußert und dafür absolut zu haben ist. Nur sollte dann auch entsprechend eben das Risiko entsprechend damit einhergehen. Ja? Also solch einer Chance, solchen Möglichkeiten, Geld zu verdienen, die wir alle haben sollten, so, da mu muss man auch willens sein, dann ins Risiko zu gehen und sich nicht beispielsweise auf Insider-Informationen oder dergleichen berufen und somit sich einen Vorteil verschaffen. Der offensichtlich gegeben ist, wenn du hier in diesem Bereich tätig bist, ne? Und deswegen muss ich dann an der Stelle sagen, da hört es ein bisschen auf, besonders wenn diese Herrschaften dann auch noch für Entscheidungen zuständig sind, die dem Allgemeinwohl nicht potenziell zuträglich sind, beziehungsweise eher dann beispielsweise die von ihnen haltenden Unternehmen begünstigen und wo dann noch so zwei, drei Brotkrumen irgendwie an den Pöbel so abgegeben werden, so à la, dass man sagt, naja, pass mal auf, hier habt ihr eure 1200 Dollar Stimulus-Checks, die wir euch jetzt aushändigen, um den Einzelhandel zum Beispiel anzukurbeln und zeitgleich gehen sie her und geben irgendwie 20, 25 Millionen an Hilfsgeldern für Unternehmen aus dem gleichen Pool heraus an Unternehmen, die es Anführungsstrichen bezeichnet, nicht so wirklich nötig hätten und in diesem Zusammenhang aber dann sich daran eben potenziell noch weiter eher bereichern, das Geld eher nutzen, weil sie es eben nicht benötigen, um es zum Beispiel in Aktien zu pumpen und dadurch eben so ein Reinforcement stattfindet. Also wie gesagt, kann man so stehen, wie man will. Ich finde es moralisch zutiefst verwerflich und
Aber nochmal, also im Hinblick auf den freien Markt bin ich da absolut d'accord mit Frau Pelosi, dass sie sagt, naja, sollte ihnen möglich sein, kann sie machen, soll sie machen, so soll es sein, aber dann bitte auch mit den damit einhergehenden Risiken und ohne die entsprechenden Insider-Informationen, die da offensichtlich kursieren. Und da hört es dann so ein bisschen auf, besonders wenn man eben jetzt auch sieht, welche Repressalien darüber hinausgehend eben uns zugetragen werden, uns auferlegt werden als kleinem Fußvolk in Anführungsstrichen, und wovon diese Herrschaften sich beispielsweise vollständig loszulösen scheinen. Also da gibt es ja genügend Aufzeichnungen, nicht nur aus den USA, haben wir jetzt ja auch die Debatte in Großbritannien zum Beispiel, hier mit dieser, ich weiß nicht, wie man das nennen soll, diese Party, die der Herr Johnson im UK hatte, wo er dachte, das ist ein, wie hat er das gestern bezeichnet bei seinen Ausführungen? Irgendwas Berufliches gewesen oder dergleichen. Und die unter dem Motto lief, bring your own booze. Ja? Also Booze ist übertragen gesagt Schnaps. Also wie man das jetzt als Berufsevent oder dergleichen bezeichnen kann, ist dann, ja, also nochmal, jeder nach seiner Fasson, alles in bester Ordnung. Nur das Problem ist halt, wenn es dann in die Richtung geht, dass man das Gefühl hat, dass die Herrschaften jetzt anfangen, einen auch noch für dumm zu verkaufen. Das ist dann, also da fängt es bei mir an, da bin ich ein bisschen sensibel. Ja? Also, dass die Herrschaften sich bereichern, so soll es sein. Ja? Ich bin nicht naiv, ich bin alt genug und überall, wo es um Geld geht, weiß ich, dass an erster Stelle erstmal betrogen wird, ja? Und sich selber jeder versucht irgendwie zu bereichern. So sei es, ich bin alt genug, um damit auch umzugehen. Ich kann damit auch umgehen. Aber womit ich dann Schwierigkeiten habe, ist, wenn man mir, obwohl es sehr offensichtlich ist, versucht, es irgendwie anders zu verkaufen und irgendwie an meinem Intellekt zweifelt. Da bin ich ein bisschen sensibel. Das finde ich dann nicht mehr so lustig. So, aber gut. Also zurück zum Bitcoin ganz kurz. Einmal, Moment. Einmal hier ein ganz kurzer Blick. Ich ziehe den mal ein bisschen runter. So. Kurzer Blick auf die aktuellen Gegebenheiten, die wir hier haben. Und dieser mögliche Bruch, diese Abwärtssequenz, die sich herauskristallisiert, da hält sich das Bild jetzt so ein wenig auf. Nach diesem Flushout auf der Unterseite, diese Abwärtssequenz ist jetzt hier gebrochen. Wir können diesen Bereich halten. Das ist ungefähr die 43.000er Region, die wir hier zu sehen bekommen. Alles in allem hat sich auch das Bild jetzt aus zinstechnischer Perspektive, hat sich das natürlich sehr günstig für Krypto grundsätzlich entwickelt. Also auch hier, eventuell kann man auch da sagen, der Boden ist jetzt erstmal gefunden. Und zwar nämlich deswegen, weil dieser jüngste Abschlag oder diese Beschleunigung auf der Unterseite war, besonders in Antizipation auf anziehende Zinsen, restriktiveren geldpolitischen Kurs seitens der Fed. Wir sahen hier diese Konsolidierung, ja, und dann die Beschleunigung auf der Unterseite. Zum Jahresbeginn, besonders nachdem sich dieser restriktive geldpolitische Kurs seitens der Fed herauskristallisiert hat. Und jetzt sieht man eben, dass vieles davon schon bereits eingepreist zu sein scheint. Wir haben die 40.000er-Marke, die 40.000er aus psychologischer Sicht Region halten können. Und jetzt begehren die Bullen so ein wenig auf. Ich denke weiterhin, dass es für ein klares bullisches Signal einer Rückeroberung hier der 45.000er-Region bedarf. Nichtsdestotrotz ist es so, ein erstes positives Signal wird mit Sicherheit jetzt dahingehend eben geliefert, dass diese Abwärtssequenz oder diese Abwärtstrendlinie gebrochen wurde. Sollte es jetzt zu einem Bruch höher kommen, also hier sehen wir stärkere Widerstandsregionen, die sich herauskristallisiert, ziemlich rund um 44.000, sollten wir einen Bruch höher jetzt zügig zu sehen bekommen, wäre das eventuell der Wegbereiter für einen Stint in Richtung oder Retest erstmal der 46.000er Region. Stop der Angelegenheit. Ja, also allerspätestens 43,4 wahrscheinlich. Also hier dieses Tief, vielleicht sogar schon ein Fehlausbruch, könnte man relativ zügig seinen Stop managen. Also du willst einen dynamischen Break höher sehen. Also das Maximalrisiko des Trades ist aber wahrscheinlich so $600, Pi mal Daumen. Bei einer zeitgleichen Chance auf der Oberseite von $2.000 ist ein CRV von 3 zu 1. Also interessant, sicherlich hier auf den direkten Break auf der Oberseite zu spekulieren. Na, ich weiß nicht, ob ich es so zusammenfassen würde. Kapitalismus willst du nicht, Sozialismus willst du nicht und Regulierung willst du auch nicht. Also was jetzt? Ich weiß nicht, ob ich das so zusammenfassen würde. Wie gesagt, wenn jeder mit den gleichen Waffen ausgestattet sich in dieser Welt
Okay, dann soll es so sein. Also das ist überhaupt kein Problem. Also freier Markt, alles wunderbar, aber ausgehend von Insider-Informationen und ausgehend sich von Steuergeldern bereichernd und diese dann irgendwie entsprechend in Trades, wo man auch noch einen Vorteil gegenüber diesen, die Steuern bezahlenden hat, positionieren. Das ist nett formuliert, glaube ich, schon in sich erkennbar, dass das nicht funktionieren kann. Also wir können gerne es so machen, dass wir alle für sich kämpfen, in Anführungsstrichen. Das können wir gerne machen. Ja, also das heißt, keine Sozialabgaben, keine Steuern, ja, und dann jeder für sich. Ich bin deswegen so selbstbewusst, weil ich sagen würde, das kriege ich hin. Das ist kein Problem. Ja, aber. Ach so, okay, perfekt, in Ordnung. Ja, gut, sehr gut. Also, wie gesagt, das wäre alles kein Problem. Also, aber es sollte, wie gesagt, es sollte halt fair sein. Ne? Das sollte, und das ist in Ordnung. Ich bin nicht naiv. Ich bin da nicht naiv. Ich nehme das, wie es ist. Aber es kristallisiert sich halt mehr und mehr heraus, dass besonders in unserer Gesellschaft sich eine Doppelmoral herauskristallisiert, die ich halt einfach nur noch schwer ertragen kann, ehrlich gesagt. Also, ne, wenn man jetzt zum Beispiel diejenigen welchen hört, die dann da am lautesten am Brüllen sind, im Hinblick jetzt auf beispielsweise jemand, der sich nicht impfen lassen will, aus welchen Gründen auch immer, ja, dass der dann selber für die Behandlung aufkommen sollte, okay, machen wir. Aber dann zahle ich vorher nicht auch zigtausende von Euro erstmal in das Krankenversicherungssystem ein. Also wenn wir so wollen, dann können wir das gerne so machen. Also da bin ich sofort für. Das ist auch kein Problem. Ja, da kümmere ich mich dann privat drum, eins zu eins und ohne große Abstriche. Aber das gilt dann für jeden und nicht nur für mich erstmal als denjenigen, welchen der den ganzen Spaß bezahlt, dass jetzt alle sich im übertragenen Sinne impfen lassen können, sich dann als die morale Apostel unserer Gesellschaft aufschwingen und dann anschließend behaupten, jetzt musst du dann auch selber deine Behandlung bezahlen, nachdem ich vorher schon alles für die bezahlt habe, um das System erstmal dahingehend zu pampern, so dass es sich darstellt, wie es sich darstellt. Was ja offensichtlich immer noch nicht ausreicht, weil diese Gelder potenziell zweckentfremdet. Aber lass uns gut sein. Also, wir sollten das nicht weiter vertiefen. Das ist eine potenziell sehr emotional aufgeladene Debatte. Ich habe auch am Anfang hatte nur überlegt, möchte ich das jetzt zum Thema machen, möchte ich das nicht zum Thema machen. Aber nichtsdestotrotz, also ich nutze das jetzt mal hier, um es abzuschließen. Ja, das war nicht, um jetzt irgendwie in irgendeiner Form eine politische Debatte anzustoßen. Der Grund, warum ich es zum Thema gemacht habe, ist, ihr werdet eventuell damit konfrontiert, ihr wollt wissen, was das ist. Und ihr seid jetzt im Bild. Also wenn euch diese Grafik irgendwie in sozialen Medien über den Ticker läuft, dann habt ihr jetzt eine Einschätzung, was das abbilden soll und dann macht jeder am besten damit, was er für sich selber denkt, das Beste ist. So will ich es mal abschließen. Ja, Donald Trump ist auch kein Kongressabgeordneter. Das wäre meinerseits ist soweit für heute gewesen. Also Erzeugerpreise stehen heute an, 14:30 Uhr. Wie gesagt, wir sind sehr gespannt. Potenziell direkt korreliert mit Inflationszahlen von gestern. Wir werfen morgen einen Blick drauf. Potenzieller Treiber, vielleicht der Break höher, begünstigend in Gold. Gold möchten wir sehen, dass die 8,25 zurückerobert wird. Und ja. Soweit erstmal meinerseits. Wie gesagt, Equity ist grundsätzlich eher weiter long. Nach der jüngst sehr bullischen Vorstellung im Hinblick auf die Qs hier. Vorbörslich sieht man 3,88. Da wird der Bereich um die Hochs gestern wahrscheinlich so um 3,90 im Mittelpunkt des Geschehens stehen. Eine Rückeroberung macht da den Weg frei, mindestens bis 3,93, vielleicht sogar 3,94. Und ja, machen wir die Dinge, die da kommen. Happy Trading. Passt auf die Stops auf. Wir hören wieder voneinander morgen zum Morning Meeting 10:30 Uhr. Abonniert gerne den Kanal, falls euch das Video gefallen hat. Lasst gerne einen Like hier. Und ja, soweit meinerseits. Also, wie gesagt. Morgen 10:30 Uhr, gemeinsam mit Markus schauen wir auf die Märkte. Ich freue mich. Habt euch wohl. Macht's gut. Bis dann und tschüss.